Shane sollte einen Bruder haben. Tut mir leid, aber ich kenne ihn. Er lässt Brent niemals gehen. Nicht, wenn du etwas hast, das er will. Sprichst du da aus Erfahrung? Hör zu. Ich will dir helfen, aber das muss unter uns bleiben, okay? Geh in die Mitte vom Science Center. Da erkläre ich es dir. Jo, und willkommen zurück bei Infamous First Light. Ja, ich hab's schon mal aufgenommen und dann aber, ich war durch. Und am Ende der Aufnahme festgestellt, er hat mein Voice nicht mit aufgenommen. Deshalb, hier, bei den Upgrades sieht das ein bisschen anders jetzt aus, aber nichtsdestotrotz, ja, werde ich auch nichts spoilern oder sonstiges. Ja. Das nur mal so erwähnt. Jo. Dann werden wir uns mal Richtung Ziel machen. Und wollen wir doch mal sehen, wie das hier weitergeht. Zack, 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 zack. Immer durch die Neongas-Dinger hier durch. Alter, wo ist denn das? Das ist ja hier am Arsch der Welt anscheinend. Alter, ey, böse. Da. Wow. Hier oben? Jo. Bingo. Wer stört? Hallo? Jenny, bist du hier? Was gibt's? Ich spiele dir ein Programm auf dein Handy. Siehst du die Wireless Video App? Probier sie aus. Was ist das? Der Live-Feed einer Polizeidrohne in der Nähe. Shane hat bald totalen Zugriff auf diese Dinger. Er besticht ständig neue Cops. Und? Und wenn du deinen Bruder suchen willst, ohne dass Shane dich verfolgt, solltest du lieber diese Drohnen finden und zerstören. Warum hilfst du mir? Weil wir beide zusehen mussten, wie der Menschenhändler das Mädchen geschnappt hat. Ich stecke in Shanes Welt fest, aber du musst das nicht. Polizeidrohne. Fliegt sie lang? Da stehen wir. So, war das Ding gerade hier? Irgendwo. Hä? Ist doch gerade genau hier lang geflogen. Bin ja nicht doof. Naja, manchmal schon. Gut, dass mir nicht schnell schlecht wird. Da will mich das Ding verarschen. Oh. Hier. Oh, komm, ein Lumen. Ein Lumen. Also. Wenn ich eins hasse, das ist genau das. Steuerung ist halt unpräzise. Oh. So. Wo steckst du? Da fliegt das Ding lang. Was hatte sie noch gleich im Blick? Guck. Das ist aber gar nicht hier. Das ist ja Beschiss. Das fliegt aber auch nicht hier oben lang. Wer fliegt dieses Ding? Ist irgendwo. Ich habe was gesehen. Oder auch nicht. Hä? Das gibt's ja jetzt nicht.
auf jeden Fall hier lang irgendwo geflogen. Oder da hinten. Das ist halt die Frage der Fragen. Ah! So. Ich hoffe, die war teuer. War sie. Im Ernst, die kosten 90.000 pro Stück. Und es gibt noch eine an der Ecke, Spruce und Ritter. Okay. Zack. Hier ist noch irgendwo eine. Siehst du? Die kommen überall hin. Wenn Shane einer in die Finger bekommt, folgt er dir Tag. Schiene, Schiene. Du kämpfst nie an deinen Bruder ran. Bin dabei. Hauen wir sie weg. Da. Ups. Sind die Dinger nicht illegal? Noch eine. Okay. Ich gerade noch eine. Bewegt sich schneller als die anderen. Bewegt die schneller als die anderen? Naja, dürfte kein Problem werden. Sollte kein Problem darstellen. Moment. Bewege ich dich doch. So. Das ist keine Drohne. Nee, das ist definitiv keine Drohne. Ein Hubschrauber? Echt jetzt? Alter, ich weiß. Ein Hubschrauber nicht? Tut mir leid, sieht alles gleich aus. Ein Hubschrauber, Alter. Oh, Neon. Neon. Wo gibt's Neon? Eigentlich überall. Aber wenn du welches brauchst, ist Kind da. Hier. Ey, ist der Neon. Ach nee, ist kein Neon. Verfickter Hühnerkack. Da ist Neon, da ist Neon, da ist Neon, da ist Neon. Die Scheiße, ja. Upgrades, 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 Upgrades. Neonanzug, Kapazität, okay, jetzt haben wir mehr an. Können wir mehr Neon mitnehmen? Okay, jetzt muss ich den Heli. Yeah! Platt! Jetzt müssen wir natürlich. So, und die neue Fähigkeit, die ich auch habe, die in der Aufnahme nicht drin ist, das ist ein Heli. Boom! Bizarre, du. Okay? Tut mir leid, ich kann Drohnen und Hubschrauber hier nicht unterscheiden. Ach, schon gut. Ich bin ja nicht in Flammen aufgegangen. Noch nicht. Ich schicke dir die restlichen Drohnenpositionen. Und vielleicht habe ich eine Spur, wo Shane deinen Bruder festhält. Vielleicht reicht mir schon. Shane sieht seine Gefangenen ständig. Aber ich glaube, ich habe sein System geknackt. Die Hubschrauber-Sache ist dir offiziell verziehen. Sag mir, wohin und ich bin schon da. Überwachungsausfall abgeschlossen. Ja. Aha. Okay, dann gehen wir zum. Oh, kommt ihr näher? Ups. Guck. So. Auf zu unserem nächsten Punkt, wo wir hin sollen. Also ich muss hier sagen, ich finde das Ding hier affengeil. Was er diese Vorgeschichte von diesem ganzen Second Sun erzählt. Beziehungsweise hier von der Tussi halt. Und finde ich cool. Gefällt mir. Wird mir richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ich hoffe, da kommt noch mehr davon. Dass vielleicht noch ein zweiter kommt oder so. So ein Standalone-Ding. Wo muss ich denn hin? Ich muss wahrscheinlich aufs Dach, ja? Mal wieder. Bingo! So sieht der Ort in der Stadt, wo Shane ihren Bruder festhält. Shane gibt sich als die neuen Akkulas aus, an dem
immer Unruhestifter einfach in Frachtcontainer steckt. Heißt das auch meinem Bruder? Ja, aber ich weiß nicht in welchen. Es gibt 4 und alle werden bewacht. Sobald du sie aufbrichst, bleiben dir nur Minuten, bevor Shane Wind davon bekommt. Dann muss ich eben schnell machen. Danke. Der Erste ist ganz in der Nähe. Ich habe also keine großartige Zeit. Er ist leer. Dann geht zum nächsten. Lauf, los. Jemand die ausgeschalteten Wachen. Ja, zum nächsten, wenn er mir mal angezeigt würde. Schnell, wie denn? Du bist ja vielleicht eine Olle, Alter. Wenn ich erwischt werde, fragt er sich, woher ich von den Containern wusste. Er könnte dich verdächtigen. Dann bin ich weg. Genau. Mit reinem Gewissen ab. Mit reinem ja. Gewissen? Könnte. Hätte, Pferdekette, ne? Abgemacht. Alter. Jenny, was sollen all die Streifenwagen? Der Massenauflauf hier. Was ist denn hier los? Alter, über den Bullen! Komm schon, Brent. Sei bitte im nächsten Container. Sei da! Los, ich befehle es dir. Wehe nicht. Gib dann aufs Maul. Bim, 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 boom. Gib auf die Fresse! Ist niemand drin. Dann geht zum nächsten. Los. Ich musste dich leider töten. Tut mir leid. Gib Gummi! Schumi, gib Gummi! Alter, überall Bullen hier, Alter. Was treibt mein liebes Mädchen denn so? Hab gerade keine Zeit. Du bist ja ganz außer Atem. Was ist los? Hast du dir nicht wieder nackt auf einem Pferd vorgestellt? Alter. Kannst du dir nicht verdenken. Als Maul, du blöder Pisser. Mit deiner kleinen Panikattacke? Fixer, du. Rollst du dich wieder zusammen und machst dich? Was? Die Cops sind an mir dran, ich muss los. Wie soll man das denn schaffen, Alter? Ich hab ja schon Gas gegeben bis zum geht nicht mehr. Was er sehen, ne? Hab ja schon die ganzen Turbo-Dinger mitgenommen. Wow. Kein Turbo da. Da. Turbo. Ich brauch den scheiß Turbo, Alter. Ohne Turbo schaffe ich die Kacke nicht. Ich muss schnell machen. Ja, toll. Hier ist kein Loom. Och ja, natürlich. Ich gebe ja schon Gummi hier. Aber hier ist kein Turbo. Klasse. Das ist ja wohl eine Verarschung. War am ersten Mal schon so kacke. Vor allem, weil man ja so schön Zeit sieht. Oh, da unten rechts, da steht die Zeit. Oh. Alter. Alter. Boah, ja. Ich habe keine Zeit. Alter, Vater. Ist das ein Scheiß?
die ist alle platt machen? Wo ist denn der Container? Okay, mal hier. Oh, Alter. Was ist los, Jenny? Hier ist niemand drin. Weiß ich nicht. Es ist nur noch einer übrig. Er muss da drin sein. Ich habe Shanes Computer gehackt, um rauszufinden, wo Brent ist, okay? Ich riskiere hier den Kopf für dich. Einfach. Letzte. Oh ja, natürlich. Ist klar. Hast du das gesehen? Alter. Ich hasse Missionen auf Zeit. Hasse ich wie die Pest. Weil das... Ach, weiß ich nicht. Das ist irgendwie assi. Ach ja, ey, Alter. Diese Missionen auf Zeit, das ist so wie so Schleichmissionen. Genau so ein Kack. Wir machen schon mal auf hier. Och ja, ey, komm, hier ins Maul. Jenny, er ist leer. Das war eine Falle. Jenny? Oh, Jenny kann leider im Moment nicht mit dir sprechen. Wehe, du tust dir was. Dachtest du, ich merke nicht, dass plötzlich überall meine Zeitungen ausfallen? Die Einzige, die davon wusste, war Jenny. Ich musste herausfinden, ob sie noch in meinem Team spielt. Das war ich allein und das hier auch. Oh, bitte. Sie ist das Hirn. Du bist nur eine Laserkanone mit pinken Haaren. Lass mich mit ihr sprechen. Oh, zu spät. Sie ist schon raus. Aber wenn du dich beeilst, könntest du sie noch erwischen. Alter, ey, was? Blöder Fixer, was hast du schon hier gemacht? Alter, du blöder Arsch. Nein! Jenny, ich... Weißt du, Fetch, ich habe nur getan, wozu Jenny mich gezwungen hat. Sie kannte den Preis für Verrat. Die Frage ist, kennst du ihn? Mein Bruder. Du tötest meinen Bruder. Sehr gut. Also, lass Jennys Tod nicht umsonst sein. Tu, was ich sage, wenn ich es sage. Dann überlebt dein Bruder. Blöder Arsch.